Hey, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Amnesia: The Dark Descent. Ja, beim letzten Mal sind wir also durch dieses Loch abgetaucht. Wo ist denn hier die Tür? Aha, da. Sind wir durch dieses Loch abgetaucht? Ich bleib mal im sicheren Hellen, während ich ja das letzte, ja die letzte Folge quasi zusammenfasse. Und zwar sind wir durch dieses Loch abgetaucht, sind unserem guten Freund begegnet. Kann man die hochheben? Ich bin ein Geist. Und jedenfalls macht der Lärm. Ja, haben ein Glas gefunden. Moment. Öl können wir bei der Gelegenheit mal wieder auffüllen. Ja, wir haben ein Glas gefunden, einen leeren Glasbehälter, und mir wurde schon der Tipp gegeben, dass es säurefest ist. Okay. Gut, ich würde sagen, dann machen wir uns doch auch gleich mal auf ins Getümmel. Da ist er ja, da hört man ihn schon wieder. Ist wo? Ah, ich habe ihn gesehen. Ich habe ein Bein von ihm gesehen. Da hinten war's. Ich weiß nicht, habt ihr es auch gesehen? Der ist aber oft hier. Hab ich schon. Menschen. Tote Menschen. Ich kann tote Menschen sehen. Wie fies ist das denn angerichtet? Ist er hier irgendwo? Oh, Erinnerungsfetzen. Hey, anybody, help! Christ, I believe this. Why? I mean, why? What did I do to deserve this? I mean, it can't be. Do I deserve this? It wasn't my fault. Why did he have to go in there? Don't go into burning houses. He should have known better. Okay, der erscheint mir jetzt ziemlich skurril. Der Beitrag. Oh Gott, wartet er jetzt auf mich? Ich will da nicht lang. Aber ich muss. Du bist. Schleicht ihr hier eigentlich random rum oder ist das mit System? War ich hier schon? Oh Gott, da habe ich mich gerade erschrocken. Vor dieser Lampe hier. Wie kann man denn hier eine Lampe lampen? War ich scheinbar schon? Hab ich zumindest das Gefühl, ja, als ich gestorben bin beim letzten Mal. Ich verstehe. Ist hier jemand? Also etwas? ja. Also auf jeden Fall ist dieses Gefängnis sehr interessant. Was kann ich denn hier anzünden? Ach, das Ding. Schubidubidu. Hier ist alles schön, hier ist alles schick. Ah, hier sind wir rausgekommen, würde ich mal behaupten. Ganz frech, wie ich bin.
Es lässt sich nicht bewegen. Ja, das ist aber nicht nett. Und dich bestimmt auch nicht. Hier waren wir bestimmt auch schon. Also irgendwie ist das nicht so cool hier unten. Es ist halt unübersichtlich. Eine einzige Tür? Ich mach die mal wieder zu. Wo sind wir denn hier? Ein Zettel. 4th August 1839. The nightmares woke me in the early morning. And for a moment I forgot where I was. Shortly after there was a knock on my door. Alexander had heard my screams and asked me to join him in the parlor. As we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. It seems like the orb I found casts a long and dark shadow. Oh. It's not only a powerful item, but a dangerous one. Simply by touching it, you invoke the powers within, and if you are too weak to control it, it will devour you. The shadow is a sluggish thing, lagging behind the wielder, killing anyone or anything in its path to reclaim the orb. I said I didn't care about its powers and that I should throw it away. Alexander advised against this, as I'd still be a part of the path to the orb and eventually suffer death. Having the orb, I would at least have the chance to fight back when the time came. I asked Alexander what he meant when he said he could protect me. And he answered that things can be done, but at a price. Wie gemein, jetzt einen Cut zu machen. Jetzt wurde es gerade spannend. Gut. Messer, Ratten. Es hat Ruhe gemacht. Schweine. Scheiße! Nur hoffen, dass er nicht so weit kommt. Scheiße! Der. Jetzt hocken wir also hier zwischen diesen Schweinen. Schub, schub, schub. Finde ich schon ein wenig eklig. Ist er denn jetzt langsam mal weg? Weiß er nicht, was er da drüben macht? Mal gucken. Gehen so ganz vorsichtig. Schon weg zu sein? Hm. Werden die behalten? Aua! Ja, Neugier ist kacke. Macht bloß das Licht aus, Kami. Eine Wunde blutet ziemlich stark. Schnittwunde und blauer Fleck. Pam, pam, pam. So, wir haben jetzt Glas. Ha! Das meintest du also mit... So, halt ich... Ja, bloß was mache ich denn mit dem Glas? Ich habe jetzt gar keine Ahnung. Keine Idee. Schub, 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 schub. Schnell rüber. Na, da nochmal wieder aufgenommen. Komm ich eigentlich in das da auch ran, ohne aufzustehen? Ha. Schub, 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 andere Seite.
Ich hab Angst. Mann, ey. Ich war doch gerade so an einem Punkt, wo mir alles egal war. Jetzt geht das schon wieder los. Oh, das stand aber. Stand das vorhin schon da? War ich nur blind? Auf jeden Fall scheint mein guter Freund weg zu sein. Der hungrige Hugo. Ja, wir haben beschlossen, ihn der hungrige Hugo zu nennen. Warum? Weil er hungrig ist? Kann ich darauf die Säure anwenden? Es würde nichts bringen. Oh, Muff. Lässt sich nicht bewegen. Es lässt sich nicht bewegen. Aber hier irgendwo ist etwas, das bewegt sich sehr wohl. Und das hat uns nicht lieb. Knisterknirsch? Oh Mann, ey. Also hier mit Säure. Wir mit Säure, wir mit Säure. Da hinten ist Licht. Das ist doch schon mal gut. Die Ecke kennen wir ja schon sehr genau. Möchte ihm jetzt nicht direkt in die Arme rennen, bitte. Vielleicht darauf anwenden? Weil wenn die schon mal so angefressen sind. Schade eigentlich. Dann hätten wir die Stangen vielleicht kaputt machen können. So, und nun? Jetzt haben wir da diesen Stuhl. Noch ein Tür-Dingsy. Ein Metallschloss verstärkt. Moment. Wir gucken erstmal in die Mementos. Ist durch ein altes Schloss abgeriegelt. Mhm. Funktioniert die Säure bitte? Okay, und jetzt nehmen wir Hammer und Meißel. Haha. Lass uns bloß durch. Nein! Es sind uns her. Im dunklen Türme Brennburgs ragten über die Baumwipfel hinaus und ihre Umrisse zeichneten sich im schneeweißen Mondlicht ab. Aus irgendeinem Grund war er traurig. Übrigens sind es die Türme. So you used the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Scheiße. So ein Scheiß. Folgt ihr uns?